Mahlzeit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder aus Kuhschnabel. Ja, wie ihr sehen könnt, ihr seht gar nicht. Naja, zumindest fast. Grund, weil die Beeten vor 136er gerade schön im Nebel versteckt sind. Ja, und zum anderen, weil allgemein das Wetter gerade ziemlich bescheiden ist, fasse ich das jetzt nur relativ kurz. So, also. Für die V52 ist dann nächste Woche Geschichte. Ich denke ich mal, spätestens nächste Woche, weil der Kran ist schon da. Da seht ihr. Der wird die Anlage abbauen. Wie man auch sehr schön sehen kann, da oben sind auch schon die Halteseile angebracht. Um dann bei der Demontage, dass man den Stern in Position hält. Ja. Das erste Mal seht ihr hier nochmal die V52. Ich denke mal, allerspätestens nächste Woche wird sie verschwunden sein. Ja, und leider auch jetzt schon mittlerweile auch die E48 stillgelegt. Letzte Woche war ich mit einem Kollegen hier, mit einem Westersporter war ich hier. Grüße gehen an dich heraus. Da lief sie ja noch. Ja, man kommt jetzt auch nicht mehr drauf, weil dort jetzt alles überwacht ist. Hinten sind die Kameras direkt neben der Tür. Das heißt, für die ist jetzt auch Geschichte hier. Ich denke mal, entweder auch nächste Woche oder dann übernächste Woche. Da hinten hat er die V52. Die läuft und läuft noch. Fragt sich bloß noch, wie lange. Ja, so sieht es hier aktuell vor Ort aus. Seht ihr nochmal die Anlagen nochmal das letzte Mal hier. Beim nächsten Video werden sie dann alle bitte abgebaut sein. Es sei denn, die werden dann irgendwo anders, dann im anderen, ich denke mal, vielleicht auch irgendwo in Polen oder was, weiter betrieben, wenn sie nicht sogar vielleicht doch verschrottet werden. Naja. Auch bei der V150 unten stand jetzt ein Kran, also auch so ein Mobilkran, aber halt nicht von T-Rex, sondern von Liebherr. Ja, aber da ist noch nichts weiter noch am Laufen jetzt. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich dann auch erst nach und nach jetzt losgehen mit dem Fundamentbau. Ja. Gut, das soll ja schon da gewesen sein. Das soll ja bloß ein Kurzvideo sein, dass ihr nochmal up to date seid, wie es hier in Kuhschnabel gerade aussieht und vorangeschritten wird. Ja, die Anlage verschwindet gerade wieder im Nebel, weil hier gerade aus dem Nordwesten der Nebel, der Regen kommt. Sieht doch richtig eklig aus, noch so tief hängende Wolken hier. Ja. Gut, das soll es erstmal gewesen sein hier, Freunde. Und wie immer, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder.